Das Schloss Friedenstein, Gothas größte Schatzkammer. Eine der Perlen darin, das Eckhoff-Theater. Herzog Friedrich I. von Sachsen-Gotha-Altenburg ließ dafür einst den Ballsaal umbauen. Nahezu seit 1683 unverändert, ist das Eckhoff-Theater deshalb eines der ältesten Barocktheater überhaupt. Wahrlich, dem Ganzen die Krone setzt aber auf, dass auch die Bühnenmaschinerie aus dem 17. Jahrhundert erhalten ist und bis heute funktioniert. Sie kommt seit 1996 beim Eckhoff-Festival zum Einsatz. Und weil es Technik aus dem 17. Jahrhundert ist, ist Muskelkraft gefragt, selbst damit sich jetzt der Vorhang öffnet. Den und viele andere mechanische Schmankerl bedienen Kulissenschieber, die auch dieses Jahr gesucht sind, wie Marco Karte, der Pressesprecher der Stiftung Schloss Friedenstein, Oskar am Freitag TV berichtet. Herr Karte, als erstes muss ich mal unbedingt Wind machen. Richtig? Na, dann machen Sie mal. Das war schon ganz ordentlich. Schon war nicht schlecht, nicht? Ja. Hm? Eckhoff-Festival ist ja eigentlich eine Sache, da wird ein richtig großes Rad inzwischen in Gotha gedreht. Das wievielte Mal findet das jetzt statt? In diesem Jahr zum 22. Mal, also seit 1996 ist es im Programm im Sommer und hat sich gut etabliert mittlerweile. Das ist ja bundesweit bekannt. Ist wirklich bundesweit, auch international bekannt. Also die weitesten Gäste waren mal aus Texas, die hier angereist sind, nur zum Festival und nur, weil sie ja die Einmaligkeit, nämlich die Bühnenmaschine, erleben wollten. Was ist das Allerbesonderste an dieser Bühnenmaschinerie? Dass es also die originale Bühnenmaschine ist, die in größten Teilen noch aus dem 17. Jahrhundert stammt und die tatsächlich noch von Hand betrieben wird. Also das gibt es selten bzw. fast gar nicht mehr. Und dass man also hier im Publikum sitzt, das Glöckchen ertönt und dann knarzt und knercht und wackelt und ruckelt es. Und dann setzt sich also unsere alte Maschine in Gang und verwandelt das Bühnenbild innerhalb von wenigen Sekunden. Nun ist das Eckhoff-Festival ja nur einen kurzen Zeitraum, in dem hier im Theater gearbeitet wird. Ohne freiwillige Helfer geht es nicht ab. Zum wievielten Male sind jetzt eigentlich die Kulissenschieber, die Freiwilligen, gesucht? Also wir haben das Festival jetzt seit 9 Jahren in unserer Obhut. Vorher war es ja durch die städtische Betreibungsgesellschaft ausgerichtet. Insofern seit 1996 werden Kulissenschieber gesucht. Wir selbst seit 9 Jahren nun mittlerweile. Und brauchen ja einen festen Stamm von 12 bis 15 Personen, die je nach Umfang der Aufführung hier auftreten bzw. die Maschine in Gang setzen. Und das ist jedes Jahr eine Aufgabe, die zu finden. Das ist auch keine sehr einfache Aufgabe, gerade in den Sommermonaten in der Unterbühne bei gefühlt 1,20 Höhe, ist ein bisschen höher, aber da 2,5, 3 Stunden vor Ort zu sein, das ist schon auch eine Leistung. Und das geht ja auch nicht ganz einfach. Haben Sie es schon mal gemacht? Ich habe es schon mal gemacht, ja. Also gerade das Rückprospekt, also da muss man schon sich ziemlich reinhängen, um das hochzuziehen. Vor allem die Schwierigkeit ist ja, dass das alles zeitlich abgestimmt passiert, damit das nach vorne so aussieht, als wäre es magisch aus einer Hand passiert. Aber es sind mehrere Hände. Es sind mehrere Hände, aber einer hat einen Hut auf und um den kümmern wir uns jetzt, um den Bühnenmeister. Sehr gern, unbedingt. Herr Dittmeier, wo sind Sie? Hier bin ich. Ach, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns empfangen. Danke. Gerne, gerne. Ich habe jetzt jede Menge Fragen an Sie, wie das hier alles funktioniert und freue mich auf das, was Sie uns erklären. Seit wann sind Sie jetzt eigentlich der Bühnenmeister hier? Also ich bin zuständig für dieses Haus seit 2010 fest, arbeite aber schon seit 2005 hier in den Gemäuern, möchte ich mal sagen. Immer nebenbei mal und seit 2010 betreue ich das Haus. Haben Sie das richtig gelernt? Also Bühnenmeister? Ja, ich habe Veranstaltungstechniker gelernt und dann kann man sich halt immer fortbilden und steigern, bis man dann an der Stelle ist und so ein kleines Theaterchen betreiben darf. Genau. Okay, aber jetzt ist das hier natürlich was ganz Besonderes. Eine richtig alte Technik, viel das Handarbeit. Das stimmt. Geht man da nicht erstmal vor Ehrfurcht in die Knie und denkt, mein Gott, jetzt muss ich sowas Kompliziertes hier regeln? Na, es ist ja der Grundstock auch des Ausbildungsberufes. Ich muss auch dazu sagen, dass die Berufsschule in Erfurt auch eine enge Zusammenarbeit mit uns pflegt. Und wer heute diesen Beruf auf doch sehr moderner Schiene lernt, mit Technik, Fluchtwegen und so weiter, verbringt auch eine gewisse Zeit mal hier ein paar Unterrichtsstunden, um zu sehen, wie hat das alles angefangen mit also der Bühnenmaschine. Also Sie waren vorher schon mal hier drin, bevor Sie die Verantwortung hatten? Genau. Und was hat Sie damals am meisten fasziniert, als Sie es gesehen haben? Dass doch die 300 Jahre alte Technik schon so simpel und gut durchdacht war. Simpel auf der einen Seite mit einfachen Mitteln und gut durchdacht, dass es halt wirklich wie magische Zauberhand aussieht, wenn sich hier was bewegt und verwandelt. Das sah halt wirklich damals schon klasse aus, sieht heute noch klasse aus und das fasziniert halt auch. Also ich kenne es aus der Perspektive aus dem Zuschauerraum, da habe ich das schon mal gesehen, wie das ist. Aber jetzt, wo ich hier stehe, dann sage ich, mein Gott, da hängen überall verschiedene Prospekte oder so, wie das heißt. Soffitten. Über uns, das sind die Soffitten. Soffitten sind eigentlich die kleinen Lampen im Auto, ne?
könnte man auch sagen, aber im Theater sind das halt so Fitten und bedeutet halt der Himmel oder eine Decke von einem Raum, je nachdem. Was haben wir jetzt alles hier an Dingen, die man verändern kann auf dieser Seite? Also wir haben zum einen die Gassen, Zähne an der Zahl, manchmal auch nur Achte, je nachdem, also 4 oder 5 links, 4 oder 5 rechts. Und hier kann ich dann zum Beispiel bestimmen, ich möchte jetzt das Bild verwandeln. In der Unterbühne dreht man dann am Wellbaum, das machen unsere fleißigen Kulissenschieber. Und somit wickelt sich ein Seil auf und wenn sich das Seil aufwickelt, fährt so ein Kulissenwagen in einer Gasse raus, oder Gassenwagen kann man auch sagen. Und über ein weiteres Seil und eine Umlenkrolle kommt ein weiterer Wagen rein. Das habe ich jetzt hier mal an einer demonstriert, passiert natürlich in jeder Gasse gleichzeitig. Und das bedeutet dann, wenn man unten sitzt, dass dann so wie so ein räumlicher Eindruck entsteht, genau, was dann zum Bühnenbild genau gehört. Also das ist der eine Teil, den ich verwandle, das sind wie gesagt die Gassen an den Seiten, die Soffitten, wo wir eben drüber gesprochen haben, der Himmel an der Decke zum anderen und ganz wichtig das Rückprospekt. Das ist praktisch der Rückvorhang, das hintere Bild, das fährt auch nach oben weg oder es kommt ein neues von oben nach unten und somit habe ich dann ein gesamtheitliches neues Bild, eine Parklandschaft, einen Saal, einen Kerker, je nachdem, was ich halt darstellen möchte. Wie viele Bilder sind es insgesamt, die man insgesamt können wir in einem Stück hier 4 verschiedene Bilder zeigen. 3 vor der Pause, dann müssen wir die Seitengassen austauschen in der Pause und können dann ein 4. zeigen. Aber ich kann zwischen diesen Bildern dann beliebig oft hin und her verwandeln, wie ich möchte. Also ich habe die Möglichkeit, 4 verschiedene Himmel an die Decke zu hängen, 3 Gassen gleichzeitig im Wechsel zu betreiben, in der Pause, wie gesagt, die 4. mit einzubinden. Also 4 ist wirklich das Maximum. Also wer hat das schon, dass er 4 Himmel zu bieten hat? Das stimmt. Wie viele Leute brauchen Sie, um das Ganze zu bewegen? Also in der Minimumbesetzung 7 Mann, das macht aber nicht wirklich Spaß, weil man dann schon alle Hände voll zu tun hat und ich nur zwischen, ich sag mal, 2 Bildern permanent hin und her verwandeln kann, weil mir die Möglichkeit fehlt, den 3. und den 4. Himmel in das Bühnenbild einzusetzen. Besser sind mindestens 10 Mann. Und wenn es halt schnell gehen muss, sprich wenn ich alle Seile in der Unterbühne auf- und zubinden muss, beziehungsweise die Versenkung noch gleichzeitig betreibe, Wind und Donner, die Spezialeffekte je nach Stück, wächst das auch mal schnell auf 15 Mann, je nach Anforderung halt. Und jedes Jahr weisen Sie dann die Kulissenschieber genau neu ein, oder gibt es auch ein Stammpersonal? Es gibt ein Stammpersonal, das sind so 4, 5 Mann, die seit 6, 7 Jahren mit dabei sind, denen es auch Spaß macht, die sich hier sehr wohlfühlen. Die helfen dann natürlich, das neue Personal mit einzuweisen. Die erzählen denen dann, wie es geht, wie es gehen sollte. Nichtsdestotrotz brauchen wir in der Probenwoche, kurz bevor es losgeht, mal 1, 2 Stündchen mit dem gesamten Team, um wieder reinzukommen. Und auch vor jeder Vorstellung benötigen wir eine halbe Stunde, um nochmal zu üben, weil es halt so viele Positionen und Handgriffe sind, die synchronisiert werden müssen. Der eine hat mal einen schlechten Tag, hat nicht so viel Kraft, zieht langsamer oder der andere ist übereifrig, zieht schneller. Und je nachdem, wie sich das zusammenfügt, üben wir das halt vor der Vorstellung, um eine gewisse Synchronität reinzubekommen, dass es halt für das Publikum aussieht, als wäre es aus einer Hand. Okay, aber das findet alles nicht auf der Bühne, sondern in der Unterbühne sowohl statt. Als auch. Also ich habe mindestens 4 Mann in der Unterbühne, da können wir jetzt gern hingehen. Okay. Und der Rest wird von hier oben. Alles klar, Sie gehen voran, Sie wissen, selbstverständlich. Danke. Also Herr Dittmeier, so richtig viel Arbeitsplatz nach oben hat man nicht. Ist es dann so, wenn man Kulissenschieber bei Ihnen werden will, dass man nicht größer als 1,60 Meter sein darf? Wäre vorteilhaft, ist aber nicht so. Also wie hoch ist das jetzt größter, hier? Hier sind wir bei 1,50, 1,60 maximal. Es wird nach vorne immer niedriger. Unser größter Kulissenschieber hatte tatsächlich mal an die 2 Meter und hat auch gut durchgehalten hier unten. Die ganze Zeit im gebückten Zustand? Nein, so ist es natürlich nicht. Wir haben ja, wenn wir verwandeln, immer nur ein paar Sekunden richtig zu tun. Danach wird umgebunden oder neu eingeknüpft und dann passiert mal wieder 10, 15 Minuten gar nichts. Die Kulissenschieber bilden dann meist einen kleinen Stuhlkreis oder auf kleinen Höckerchen, vertreiben sich die Zeit mit Kartenspielen, bis sie wieder dran sind. Und am Endeffekt ist es ja so, kurz vor der Verwandlung gibt es über Funk einen kurzen Hinweis, Achtung für die Verwandlung, bereit machen. Dann geht hier unten jeder an seinen Arbeitsplatz und kurze Zeit später ertönt dann schon ein Glöckchen. Das habe ich auch mal mitgebracht. Das können wir uns mal anhören, genau. Okay. Und wenn dann dieses Signal ertönt, dann wissen alle Bescheid, jetzt gehe ich meiner Tätigkeit nach, drehen an den Wellbaum, ziehen an den Seilen und schon habe ich die Verwandlung. Also nächstens, wenn die Zuschauer die Glocke hören, wissen sie, jetzt geht es da unten los genau. Und jetzt müssen die arbeiten. So ist das. Also könnte man eine Strichliste machen, 7-mal gearbeitet und dann gibt es dafür Honorar letzten Endes. Na, es gibt einen Stundenlohn, das ist okay. Alles klar. Wir bezahlen nicht nach Leistung und Anzahl der Verwandlung. Cool. Aber beim Publikum, vielleicht noch eine interessante Geschichte, auch interessant. Die Männer werden meist mit in die Oper geschleift, haben keine Lust. Die Frauen wollen halt Theater genießen. Und man sieht dann schon, wie das Publikum meist wegnickt. Und sobald die Glocke ertönt, sind alle wieder putzmunter, wollen sehen, dass sehen was passiert. Das Spannende, was dann passiert. Genau, genau. Wir sind
sitzen jetzt auf einen von drei Wellenbäumen, die hier unten sozusagen die Mechanik antreiben, die Seilzüge und das alles. Ich glaube, Sie haben uns was vorbereitet, dass wir zusammen was machen können. Ich bin jetzt sozusagen Ihr Schüler und Sie zeigen mir mal, was dann hier zu tun wäre. Ja, gerne doch. Wir sitzen, wie gesagt, auf dem hinteren Wellbaum. Wenn ich den drehe, ziehe ich die Gassenwagen, die wir oben schon gesehen haben, in das Bühnenbild rein und über eine Umlenkrolle und ein weiteres Seil geht der vorhanden raus. Das sind aber die hinteren Gassen. Die vorderen werden von zwei weiteren Wellbäumen bedient. Früher, ganz früher, als wir noch keinen versenkbaren Bühnenboden hatten, gab es nur einen Wellbaum. Das war praktisch der hier, der dann vor bis an die Bühnenkante ging. So ist es heute nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, drei. Wir sitzen an dem hinteren. Und ich würde sagen, wir binden jetzt mal auf einer Seite die Seile ein und bewegen dann mal was. Dieses Seil binden wir jetzt einfach hier vorne dran. Ich schnappe mir das etwas längere, binde es an den zweiten Gassenwagen, einfach mit zwei Knoten festmachen. Genau. Nicht hier irgendwie Seemannsknoten oder so? Nein, nein. Es muss ja auch schnell wieder dann zu lösen sein, aber es soll auch halten. Also eigentlich sind ja Seemannsknoten-Dinger, die relativ schnell gehen. Das hat mir mal der Herr Zenker vom Marineclub erklärt hier in Gotha. Das war jetzt schon mal eine Gasse. Das Ganze könnten wir jetzt in der Unterbühne 20 Mal machen. Danach hat man meist auch Rückenschmerzen. Das verraten wir jetzt aber keinen. Wenn es viele Hände sind, ist halt auch ein schnelles Ende. Okay, das ist nun meine Premiere. Das erste Mal Rainer Aschenbrenner mit Handarbeit am Wellenbaum in der Unterbühne von Eckhoff. Geht ja gar nicht so schwer. Warum ist das so leicht? Ja, weil wir gerade nur eine Gasse auf einer Seite bewegen. Wenn wir an dem Wellbaum jetzt alle Gassen einbinden würden, die zur Verfügung stehen würden, hätte ich mehr Zugkraft dahinter, die ich benötige. Und dann geht es auch schwerer. Herr Dittmeier! Jawohl. Ich würde ganz gerne auch mal schauen, wie das mit dem Donner hier funktioniert. Was haben wir denn dafür zu tun? Ja, sehr gerne. Ich würde jetzt mal einen Korb runterlassen. Den befüllen wir mit Donnerkugeln, die wir dann hier oben in den Donnerschacht werfen können. Das finde ich genial. Jetzt kriege ich von Herrn Dittmeier einen Korb. Okay. Damit es dann ordentlich donnert. Was macht man nicht alles für das liebe Publikum? Handarbeit. In der Unterbühne. So, ich glaube, das reicht. Herr Dittmeier, ich mache meinen Korb nicht ganz so schlimm voll, okay? Das ist sehr schön. Gut. Dann würde ich ihn jetzt nach oben ziehen. So. Okay, haben Sie ihn? Jawohl. Gute Reise. Gut, jetzt haben wir gesehen, wie der Himmel bewegt wird, wie sich der Hintergrund bewegen kann, wie man aus der Seite die Kulissen fahren kann. Wir haben Donner gehabt und natürlich gehört auch der Wind dazu. Das ist die Windmaschine. Wie funktioniert das? Das ist die Windmaschine. Ein einfaches Prinzip. Wir haben ein Leinentuch, was über eine Trommel gespannt ist mit Holzquerverstrebung. Und wenn ich halt an dem Rad hier drehe, flitzen die Holzspanten über das Leinentuch und ergeben das typische Windgeräusch. Dann wollen wir jetzt mal hören, wie sich, also Windstärke 10... Okay. Jetzt sitze ich im allerbesten Platz, den es im Eckhoff Theater leider nicht zu kaufen gibt. Das ist die Soufflösenloge. Ich höre jetzt aber auf zu flüstern, weil das ist jetzt überhaupt nicht nötig, dass ich leise bin, weil wir sind ja nochmal bei der Vorbereitung der Stücke. Diese Box ist im Grunde genommen im Moment nicht mehr in Betrieb, wurde uns erzählt, weil das mit dem Vorsagen des Textes ist ausgefallen. Spannend an der Sache ist, das ist hier die zweite Version dieser Kuppel, die über diesen Soufflösenplatz errichtet worden ist. Und das Original befindet sich drüben in der Ausstellung. Und es ist das älteste, was es gibt in Gotha, in Thüringen. Deutschland. In Deutschland. Dass man das weiß, das hängt damit zusammen, das ist ja aus Pappmaché gebaut. Die waren damals schon für Nachhaltigkeit und Recycling, die im Fürstenhaus. Die haben nämlich alte Rechnungen genommen und haben das damit zusammengeklebt. Ob da der Preis auch draufsteht, was da gebaut worden ist, das weiß man nicht. Jedenfalls, wir waren heute im Eckhoff-Theater, wir haben uns angeguckt, wie die Bühnentechnik funktioniert und wir machen noch mal ein bisschen Werbung dafür, dass noch ein paar fleißige Hände dann mit dabei sind, um Bühnenmeister Dittmeier und den anderen zu helfen, dass das 22. Eckhoff-Festival wieder ein total toller Erfolg wird.